Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir darüber, wie man einen Man-Bun machen kann. Ja Leute, wir haben gedacht, spontan nehmen wir noch ein zweites Video auf zum Thema Man-Bun. Wenn ich schon dieses geile Instagram-Männer-Model neben mir habe, nur Homo, ne? Wir haben beide eine Frau, also easy. Wenn ich den schon hier habe, ja, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie man einen geilen Man-Bun hinkriegt. Und schaut euch mal diesen Man-Bun an. Guckt es euch an. Das ist gut, ich sehe auch gerade aus wie vom Winde verweht, aber noch besser. Castaway, guck mal, wie ich aussehe. Guck mal, ey, ganz ehrlich, okay, bevor wir jetzt hier anfangen, ja. Wie sehe ich aus? Ich sehe aus wie so ein Handfeger, Mann. Nee, wie so ein Mob, so ein Wischmob. Wie so ein Wischmob. So, aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Alle da draußen, ja, also insbesondere ich, möchte mir mal so ein Man-Bun machen. Wie funktioniert das Ganze? Und wie lange sind deine Haare denn aktuell, dass du halt so einen geilen Man-Bun hinbekommst? Und jetzt zeige ich euch mal, wie lang sie sind und dann zeige ich euch mal, wie ich so einen Man-Bun mache. Boah, Digga, was hast du für eine Mähne, Alter? So, ich komme mal näher. Hier. Junge, was du für eine Mähne, Alter. Ja. Richtig Castaway. Richtig Indiana Jones hier. So, also Schritt 1, wie ihr seht, die Haare sind offen, ich bück mich. Ich fahre mir durch die Haare kurz durch. Mach sie so stramm es geht. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wo ihr den Man-Bun wollt. Weiter in der Mitte, weiter hinten. Dreh dich mal ein bisschen. Ja. Also, ich habe ihn jetzt hier gepackt. Ja. So am Eierkopf hinten, so ein bisschen. Genau. An der Wölbung. Ja. Und durch das Bücken kriege ich sie halt viel strammer. Ja. Jetzt packe ich ihn, schaut her, einmal, zweimal und beim dritten Mal mache ich die Schlaufe. Und jetzt, ich habe keinen Spiegel, nichts, nehme ich ein zweites Gummi, ich drehe mich ein bisschen, packe die und zwirbel die sozusagen, hier ist irgendwo noch ein Haar, zwirbel die so rum und tack. Ich weiß jetzt nicht, wie es ausschaut, ich habe jetzt keinen Spiegel, aber ich denke mal, unterwegs oder ist ganz easy, also sag ich mal. So, und Leute, ihr müsst auf jeden Fall Khans Instagram-Account abchecken, ja? We love Khani. Wenn euch das Video gefallen hat, ja, dann macht gerne einen Daumen nach oben.